Ja, Momo Leute, euer Zero hier. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Anduril. Und ich habe mal vergessen, meinen Controller einzustellen. Als allererstes muss ich euch leider mitteilen, dass meine SSD vor kurzem gestorben ist. Rest in Pepperonis SSD. Ich weiß nicht wieso, aber sie funktioniert nicht mehr. Was so viel heißt, wie dass ich Skyrim neu installieren musste. Das Schöne ist ja, das Ganze war kurz bevor ich nach Berlin gefahren bin. Jetzt bin ich wieder zurück. Und kann auch wieder fröhlich aufnehmen. Allerdings werden die Ladezeiten jetzt ein bisschen länger sein als zuvor. Und ich hoffe, das ist schon in Ordnung. Ich hoffe es. So, wir waren dabei hier auszubrechen. Das war unser Freund Eixen, der nicht weiß, wie man rauskommt. Er soll sich einfach nach mir halten, denn ich werde einfach... War da gerade ein Skelett? Durch. Was zum... Wie habt ihr das gemacht? Ja, easy, Alter, easy. Ihr habt sie einfach geöffnet. Aber das ist doch gar nicht möglich. All die Jahre hat sie mich gefangen gehalten und ihr... Ich kann das einfach nicht fassen. Wir müssen uns ansehen, was draußen ist. Wir werden nicht weit kommen, aber dennoch, wir müssen es sehen. Kommt, geht vor. Ja, halt dich nur hinter mir. Hab ich irgendeine Waffe? Was bist du denn für ein Lappen, dass du nicht mal eine Waffe mitgebracht hast, ganz ehrlich. Hä? Achso. Das Problem ist, die Steuerung hat sich umgestellt. Egal, ich muss nur wissen, wie ich mich ducke. Ducken. Ah, okay. Ach, das ist das Skelett, was wir gerade gesehen haben. Kann man sich daran gewöhnen, du. Benötigt Schlüssel. Was hast du eigentlich so am Start? Nichts. Toll. Wofür brauche ich dich überhaupt? Du bist so unnütz. Stehst mir wahrscheinlich nur im Weg. Oh, verbrannte Leichen. Ach, Fleisch. Cool. Lass erstmal wieder auf die Steuerung klarkommen. Auf die neue Steuerung. Hi. Okay, kann ich die Steuerung umstellen? Ich komme nicht drauf klar, Freunde. Ich komme nicht drauf klar. Wo habe ich die Steuerung da? Steuerung. So, wir haben. Wo ist Ducken? Schleichen hatten wir auf B. Was ist der Rest? Rechte Hand, linke Hand. Charaktermenü. Charaktermenü hatten wir. Wo hatten wir das denn? Egal. Ach, scheiß drauf. Der Rest muss klar gehen, oder? Okay, ich weiß. Es tut mir leid. Ich komme sonst nicht klar. Ja, Alter, ich gehe zurück. Ihr seht, ich komme überhaupt gar nicht mit der Steuerung klar, wenn sie nicht richtig eingestellt ist. Charaktermenü dahin, Perspektive wechseln. Ah, sehr schön. So, so ist gut. Hi. Wo kommt ihr alle her, sag mal? Ihr habt nicht mal Loot dabei. Schwebst du da in der Luft? Okay. Ich sehe schon, ihr meint es ernst. Ich bin im Kreis gelaufen. Coole Nummer. Hallo. Ich finde das Skelett cool. Ach, das ist ein Bogenschießer. Ah. Mein Freund, das ist eine Attrappe. Du bist die ganze Zeit drauf reingefallen. Das ist kein richtiges Skelett. Er hat immer Angst gehabt, dass das Skelett ihn nicht durchlässt. Oh, arme Sau. So, nichtsdestotrotz. Da kommen wir anscheinend gerade noch nicht rein. Bei den Göttern. Das sind die Geißeln des Unterdrückers. Sie sind gekommen, um uns zu bestrafen. Ich muss nicht mal schleichen, diesen Kacke.
Das, meine lieben Freunde, war Sprinten. Oh, egal. Ich glaube, damit komme ich noch klar. Ich hoffe es so. Hoch oder runter? Wir gehen das mal runter und gucken, was da unten ist. Wir haben ein Eisenschwert, das wir nicht brauchen. Oh, Brot. Brot ist immer gut. Das Fake-Skelett. Schäm dich, ganz ehrlich. Darauf reinzufallen. Ihre Glöckchen. Easy. Alter, hast du mich erschreckt. Oh. In der Zelle war es viel schöner. Vielleicht hätten wir nicht gehen sollen. Vielleicht war das ein Fehler. Dann geh zurück, los. Wir können nicht entkommen. Aber zumindest einmal einen Blick hinauswerfen. Das ist doch kein Verbrechen, oder? Jetzt dreh mal nicht durch, ey, ganz ehrlich, du bist eine Pussy. Geh dir das rein, ich one-hitte sie alle. Was soll dadurch schief gehen? Oh, ganz viel Blut. So, ins Knie geschossen. Das ist nämlich die Schwachstelle hier in Skyrim. Das Knie, das weiß jeder, der Skyrim kennt. Und Oblivion. Wer bist denn du? Hoffnungslosigkeit. Cooler Name. Verzweiflung. Warum habt ihr so seltsamen Namen? Panik. Und wer ist mein Freund? Hexen. Was bist du? Was haben wir hier? Wir haben hier Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und Panik. Wahrscheinlich ist mein Freund einfach nur Furcht. Weil er Angst hatte, die Tür zu durchqueren. Und deswegen hat sie ihn nicht durchgelassen. Heilige Scheiße. Was ist denn hier? Ja. Ein Knochenberg aus Schädeln. Ja, klar. Wieso nicht? Immer hier alle Tage. Soll ich hier durchschwimmen, oder? Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ihr von mir wollt. Vermutlich sollen wir den Schädel besteigen. Oder die Treppe hochgehen. Nee, von da kommen wir. Ha! Ich sehe schon. Oder auch nicht. Nee, ich komme hier nicht mehr weg. Shit. Hallo, lasst mich raus. Oh Gott. Oh, ich hab's geschafft. Aber wo ist hier der Gang? Ist hier ein Gang? Ah. Waren wir hier nicht schon? Alles ähnelt sich so. Das ist ein verfluchtes Labyrinth. Beim rechten Weg. Wir hätten die Zelle niemals verlassen sollen. Alter, das sieht man doch, dass wir hier noch nicht waren. Ich kann mich nicht an Morgenstern erinnern. Du etwa? Vielleicht ist er auch Dummheit. Ja, Dummheit. Ich höre es glitzern. Irgendwer will sterben. Noch mehr Zellen. Und sie sind alle leer. Wahrscheinlich waren ihre Insassen Leute wie wir, die zu leichtsinnig waren, um ihren Platz zu kennen. Jetzt sind sie tot. Einfach aufgelöst. Oh, bei den Göttern. Wir hätten das alles niemals tun sollen. Niemals! Party. Party? Ich hoffe, das ist ein Name. Ich hoffe, das ist ein Name und nicht mein Vater. Haben wir ihn nicht auch Fati damals genannt? Das ist echt mein alter Herr? Ist das die Hölle? Sind wir in der Hölle gelandet? Alter Digga, geh mal aus dem Weg. Warum ist Fati hier drin? Ich weiß aber nicht mehr, wie er aussah. Alter, lass los! Verzieh dich! Doch. Nein, ich bin gefangen. Oh, danke schön. Ja, cool. Noch mehr schwebende Dinge. Da stehe ich drauf.
Dieser Schädel, Freunde. Der sieht merkwürdig aus. Reue. Au, au, au. Das war auf jeden Fall nicht der Ausgang. Aber ich habe Reue mitgenommen. Cool. Hier, mein neuen Freund. Ich nenne ihn Reue. Mein Freund Reue. Weißt du noch damals, Reue, als ich dich gefunden habe? Du wolltest mich töten. Fand ich ja nicht so cool. Okay. Ja, Freunde, ich bin gut. Dieser komische Aki ist blöd. Der seltsame Ort entkommt. Ich bin zurück am Anfang. Oh nein, nein. Seht ihr es? Wir sind wieder dort, wo wir begonnen haben. Aber ich hab's raffiniert gemacht. Ja schon, das wärst du. Ja cool, mein Bogen ist mal wieder verbuggt. Und jetzt? Ne, ich hab einen Schlüssel. Was? Lasst mich! Die Strafe des Unterdrückers wird grausam sein. Wo ist überhaupt dieser Unterdrücker, von dem ihr andauernd sprecht? Hier ist nichts als Knochen und Geister. Weil ihr blind seid! Der Unterdrücker atmet durch jeden Stein. Sein Mark steckt in jedem Knochen, sein Leben in jedem Tropfen Blut. Und dennoch seid ihr zu verblendet, es zu erkennen. Aber das hätte ich ja wissen müssen. Was ist schon von jemandem zu erwarten, der seine ganze Familie eigenhändig umgebracht hat? Ich war ein Narr, euch zu folgen. Und nun habt ihr mich in den Abgrund gerissen. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, er ist die Prüfung. Ich glaube, ich muss ihn umbringen. Ich verstehe es einfach nicht. Wer seid ihr? Ein Teil von mir? Ein Trugbild? Natürlich bin ich ein Teil von euch. Und ihr seid ein Teil von mir. Ich bin die Stimme, die wie die eure klingt, aber aus fremden Kehlen kommt. Aber was rede ich da? Ihr würdet es doch ohnehin nie verstehen. Aber es muss einen Weg hier rausgeben. Nein, den gibt es nicht. Für Menschen wie uns gibt es ihn nicht. Und das hätte ich wissen müssen. Wir sind die Verdammten, denn wir sind zu tief in der Vergangenheit gefangen, als dass wir die Freiheit verdient hätten. Mein Freund, ich weiß ganz genau, was ich jetzt tun soll. Sorry. Aber ich glaube, Eichsen. So, so. Ihr habt es also begriffen. Ich bin das, was euch an diesem Ort hält. Aber war es einfach blinde Wut, die euch hat handeln lassen? Oder habt ihr wahrhaftig verstanden, wer ich bin? Was euch antreibt und eure Taten bestimmt? Das Salz zerfrisst eure Haut und das Wasser in euren Lungen ist kalt. Wann werdet ihr endlich finden, wonach ihr sucht? Ich bin gut. Alter Schwede. Habt ihr das gesehen? Instant die Lösung herausgefunden. Instant, mein Freund. Hast du keine Chance gehabt. War die Prüfung? Mein alter Freund und Kupferstecher, hi. Ein bisschen gruselig. Die Person ist beschäftigt, er starrt darauf. Okay, wir sind im nächsten Rätsel angelangt. Wir benötigen einen Schlüssel. Habe ich keine Waffen? Oh, hey. Schön, dass du wieder wach bist. Na, wie geht's dir? Wo sind die anderen? Dunva, Zalia und Bata? Keine Ahnung. Hier war es leer, als ich gekommen bin. Eigentlich komisch jetzt, wo du es ansprichst. Der ganze Tempel ist wie ausgestorben. Naja, vielleicht irgendeine Zeremonie oder sowas. Jetzt sag, wie geht's dir?
Ich habe gehört, diese Prüfung ist ganz schön heftig. Manche wachen angeblich gar nicht mehr auf. Räume noch. Eigentlich gut. Wo sind wir hier? Im Sonnentempel. Genauer gesagt im Kurarium. Man hat dich hierher gebracht, während du mit diesem Aixon unterwegs warst. Die anderen beiden sind schon vor ein paar Stunden wieder aufgewacht, aber ich wollte dich hier nicht alleine lassen. Schließlich bist du ja jetzt eine Hüterin des ersten Siegels. Ich vermute, ein Glückwunsch ist an dieser Stelle angebracht, oder? Bilde mir nichts drauf ein. Solltest du auch nicht. Du bist erbärmlich, weißt du das? Einfach nur erbärmlich. Bitte? Ich sagte, dass du erbärmlich bist. Anfangs haben wir gedacht, dass es dieses Mal spannend werden könnte. Aber jetzt, wo wir den neuen Boten kennen, haben sich diese Hoffnungen zerstört. Du bist eine Lachnummer. Ein Niemand, der seinen einzigen Freund verrecken lässt. Aber das würdet ihr ja nie akzeptieren. Ihr Menschen, immer so verdammt beharrlich. Warum lasst ihr euch nicht einfach fallen? Das würde vieles erleichtern. Für uns alle. Denn machtlos seid ihr ohnehin, so wie all die vor euch auch. Und ihr, Prophetin, ihr seid der größte Witz von allen. Ihr seid nichts als ein Gossenkind. Ein Schwächling. Und ein Mörder. Und deshalb werdet ihr brennen, allesamt. Die Läuterung wird geschehen und ihr könnt nichts dagegen tun. Ihr macht mir keine Angst. Ist das so? Was für eine Überheblichkeit aus dem Mund eines Fisches, der seinen Teil für die Welt hält. Die Welt ist ein Wechselspiel aus Ursache und Wirkung. Und die einzig logische Konsequenz eurer Existenz ist die Vernichtung. So war es schon immer und so wird es immer sein. Aber genug des Geplänkels, Gossenkind. Wir wollten euch kennenlernen und das haben wir. Auch wenn das Ergebnis eher ernüchternd ist. Nun erwacht, stolpert weiter durch den Nebel. WTF, was genau passiert da gerade? Ich dachte, das wäre eine Art Rätsel. Ist das jetzt die richtige Kammer? Es war klar, dass du es nicht schaffst. Malfas sei Dank. Ich dachte schon, ich wäre die Einzige. Wie geht es euch? Ihr seht mitgenommen aus. Mir geht's gut, danke. Dann habt ihr eine außergewöhnliche Konstitution. Die Nachwirkungen des Trankes halten für gewöhnlich Tage an. Aber schön zu sehen, dass der Großmeister recht behalten hat. Ich bin einige Stunden vor euch aufgewacht und er war zwischenzeitlich hier. Er hat keine Sekunde daran gezweifelt, dass ihr es schaffen würdet, keine einzige. Ich schätze, wir können uns also gegenseitig auf die Schulter klopfen. Wir haben es geschafft. Ist das jetzt die Realität oder ist das wieder ein Traum? Ich finde in diesen Aspekt, den die Entwickler hier gerade ansprechen, faszinierend. Wir wissen nicht, ob das jetzt die Realität ist oder ob wir immer noch im Traum sind und das eine neue Prüfung ist. Das heißt, wir sind nun beide Hüter? Fast, ja. Es fehlt nur noch der Schwur und dann werden wir in einer Zeremonie das erste Siegel empfangen. Übrigens hat mir der Großmeister, als er hier war, alles erzählt. Von den Pyreern, von den Träumen und natürlich von diesem Zyklus. Das ist doch skurril, wirklich. Erst offenbart man uns aus heiterem Himmel, dass die Götter nicht mehr sind und jetzt, dass sich die Menschheit am Rande des Untergangs befindet. Ich hatte mich darauf eingestellt, dass die Prüfung eine aufreibende Erfahrung wird, aber sowas... Der Tod der Götter ist das Beste, was der Menschheit passieren konnte. Die Art, wie ihr das sagt, lässt auf einige schmerzliche Erfahrungen, die ihr mit der Herrschaft der Götter hattet, schließen. Aber ganz egal, wie ihr dazu steht, der Zyklus ändert alles. Diese Träume, von denen der Großmeister sprach, hatte ich nie und das trotz meiner Magiebegabung. Aber das Gefühl, dass der rote Wahnsinn keine gewöhnliche Krankheit ist, hatte ich schon immer. Tja, und der Rest...
Sagen wir es so, wenn das ganze Chaos hier Teil von etwas Größerem ist, erklärt das vieles. Zumindest verstehe ich nun, warum der Großmeister euretwegen bereit war, die Traditionen des Ordens zu brechen. Laut ihm steht und fällt unser Kampf gegen den Zyklus ja mit euch. Ich wünschte, ich könnte mit derselben Überzeugung sagen wie er. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht so recht, wie mir geschieht. Ja, das glaube ich gern. Es ist eine große Verantwortung, die euch zugetragen worden ist. Und so beeindruckend eure Fähigkeiten auch sind, ich würde nur ungern mit euch tauschen. Und wie geht's noch weiter? Nun, wie gesagt, erstmal müssen wir beide noch den Heiligen Eid ablegen, der uns zu Hütern des ersten Siegels macht. Ihr solltet euch beim Großmeister melden, wenn ihr bereit seid. Er erwartet euch im Emporium. Wir beide? Und was ist mit Dunva? Richtig. Die Apothekarii haben ihn vorhin untersucht und es sieht nicht gut aus. Vermutlich wird er nie wieder aufwachen. Er war ein einfältiger Narr. Es hätte mich gewundert, wenn er das überstanden hätte. Er war impulsiv, ja. Aber irgendwo kann ich ihn auch verstehen. Wisst ihr, Dunva gehörte zu der Sorte Mensch, die versucht, ihre Unsicherheit durch prahlerisches Gehabe zu übertünchen. In Wahrheit war er nämlich der Letzte seines Adelsgeschlechts. Und der Glaube an den Pfad und seine Bestimmung als Hüter war alles, was er noch hatte. Und wer weiß, vielleicht wäre er mit der richtigen Führung dem Orden eine große Hilfe gewesen. Aber ich schätze, Meister Batars Offenbarung war einfach zu viel für ihn. Es ist hart gesagt zu bekommen, dass alles, wofür man gelebt hat, eine Lüge gewesen sein soll. 2 Seelen, Teil 1. Kalia besser kennenlernen. Ihr wirkt jedenfalls erstaunlich gefasst, besonders gemessen daran, dass euch eben der Tod eurer Götter offenbart wurde. Vielleicht lasse ich es mir auch einfach nicht anmerken. Aber ja, irgendwo habt ihr sicherlich recht. Vermutlich liegt es daran, dass für mich, anders als für Dunva, der Orden schon immer Symbol für eine Idee war, nicht nur der Schwertarm der Lichtgeborenen. Und eine Idee stirbt nicht mit dem, der sie erdacht hat. Eine Idee, die sehr viele Ketzer schon das Leben gekostet hat. Das stimmt. Im Namen der Götter wurden viele Verbrechen begangen. Und die wollte ich auch keinesfalls mit dem, was ich eben gesagt habe, relativieren. Aber ich bin mir auch sicher, dass viele davon unvermeidbar waren. Stellt euch vor, ihr würdet über eine kleine Insel herrschen. Und eines Tages wird euer Reich von einer Flotte Skaraksha Plünderer überfallen. Die Invasion trifft euch vollkommen unvorbereitet. Und binnen weniger Stunden sind die Plünderer bis in das Bauernland vor eurer Hauptstadt vorgedrungen. Nun müsst ihr folgende Entscheidung treffen. Nutzt ihr die Zeit, die euch bleibt, um eure Armee in der Stadt zu verschanzen und so bessere Karten bei einer Belagerung zu haben? Oder schickt ihr sie ins Feld, um die Skarak im offenen Feld zu bekämpfen, was zwar theoretisch das Bauernvolk retten könnte, aber erheblich kleinere Chancen auf einen dauerhaften Sieg bedeuten würde? Oh. Ich weiß, was ihr sagen wollt. Manchmal gibt es keine richtige Entscheidung. Korrekt. Worauf ich hinaus will. Egal, was ihr tut, es wird Menschen geben, die euch für eure Entscheidung hassen werden. Scheitert euer Rettungsversuch, wird man euch vorwerfen, blind und idealistisch gehandelt zu haben. Und überlasst ihr sie den Skarak, um die Stadt zu retten, wird es heißen, ihr hättet es nicht einmal versucht. Natürlich, der Rettungsversuch könnte auch funktionieren. Aber darf ein Herrscher sich in solchen Entscheidungen verhalten wie ein Glücksritter beim Würfelspiel? Wie gesagt, ich will die Götter nicht von ihren Verbrechen freisprechen. Aber ich verwette meine linke Hand darauf, dass sie viele solcher Entscheidungen zu treffen hatten. Interessant. Wenn ihr die Frage gestattet. Was hat es eigentlich mit Dunvas Anschuldigung auf sich, dass ihr eine Hexe wärt? Ich wusste, dass die Frage irgendwann kommen würde. Ich schätze, die Antwort hängt davon ab, ob ihr in der Stimmung für schwere Kost seid. Früher oder später würdet ihr es ohnehin erfahren. Dann doch lieber gleich von mir. Sonst hätte ich dich gefragt. Schieß los. Na gut. Ich... Wo soll ich anfangen? Vielleicht damit, dass ich mich an nichts vor meinem 6. Lebensjahr erinnere. Ich weiß nicht, wo ich geboren wurde und habe meine Eltern nie kennengelernt. Ihr erinnert euch nicht? Wie das? Das weiß ich nicht. Ja. Ich weiß nur, dass die erste Erinnerung an mein Leben die ist, mitten in einem Dorf aufzuwachen. Es war Nacht, mir war schlecht, meine Kleidung war zerrissen und ich fühlte mich leer. Das trifft es am besten.
Irgendwann nach einer gefühlten Ewigkeit im Dreck habe ich schließlich die Kraft gefunden, aufzustehen. Und erst dann habe ich begonnen zu begreifen, was um mich herum geschehen war. Was? Du hast sie allein gebracht? Das ganze Dorf. Es war zerstört. Überall lagen Leichen, Männer, Frauen, Kinder. Und die Häuser waren zertrümmert, als wäre ein wahnsinnig gewordener Gott höchstpersönlich durch die Straßen gefegt. Und das erst vor kurzem, denn die Zerstörung war noch frisch. Aber was auch immer es war, mir blieb nicht viel Zeit, darüber nachzudenken. Kaum hatte ich mich aufgerichtet, sah ich drei Reiter durch die Rauchschwaden auf mich zukommen. Einer von ihnen stieg ab, rannte auf einen der Körper zu und begann etwas zu brüllen, das ich nicht verstand. Dann zeigte er auf mich und einen Augenblick später spürte ich einen Schlag auf den Hinterkopf und verlor das Bewusstsein. Beim Namen der Sonne, es ist seltsam, das so zu erzählen. Es ist schon so lange her, aber die Erinnerung fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen. Allein die traurige Musik im Hintergrund, das ist... Warum haben euch die Männer niedergeschlagen? Nun ja, ich vermute, dass die Reiter Dorfbewohner waren, die zur Jagd ausgeritten waren, bevor das Ganze, was auch immer es war, geschehen ist. Sie müssen die Feuer gesehen haben und sind daraufhin zum Dorf zurückgeritten. Und tja, da der örtliche Pater mich, wie ich später herausgefunden habe, erst ein paar Tage zuvor gefunden und ins Dorf gebracht hatte und ich aus irgendwelchen Gründen die Einzige war, die dieses Massaker im Dorf überlebt hat, dachten sie wohl, ich wäre auch dafür verantwortlich. In anderen Worten, sie hielten mich für irgendeine Art Dämon, der die Gestalt eines Kindes angenommen hatte und der ihre Familien abgeschlachtet hatte wie Vieh. Also haben diese Dörfler euch, einem 6-jährigen Mädchen, die Verantwortung für die Zerstörung gegeben? Das ist doch absurd. Für euch vielleicht. Für sie als einfache Menschen war das wohl die naheliegendste Erklärung. Und so abstrus ist es auch gar nicht, wenn man darüber nachdenkt. Ein aus dem Nichts auftauchendes Findelkind, das weder spricht noch anständig atmet, bietet eine hervorragende Leinwand für Spekulationen. Und was hatten sie vor? Rache üben? Vermutlich. Ich versuche nicht, darüber nachzudenken. Und im Grunde ist es einerlei, weil es mir weiß, der schwarze Wächter, wie irgendwie gelang, aus ihrem Lager zu fliehen. So gab es nach Ark. Aber ein wirklicher Fortschritt war das nicht. Ich war eine Wegelose, also brachte man mich dorthin, wo man Heimatlose in Ark eben hinbringt. In die Unterstadt. Ja. Rückblickend frage ich mich, wie ich die Zeit dort unten überlebt habe. Aber wenn das Kind seinen einen Vorteil hat, dann, dass man nicht hinterfragt, sondern einfach tut. Dennoch, die Winter als Gossenkind waren grausam. Und hätte mich Meister Tyras nach meinem zweiten Jahr dort unten nicht gefunden und aufgenommen, wäre ich jetzt vermutlich... Ihr wisst schon. Schwanger mit 6 Lingen. Meister Tyras, ein Ordenshüter, hat euch aufgenommen? Ja. Ja, er hat mich gesehen und er wusste, was er zu tun hatte. So hatte er es mir einmal erzählt. Der Orden war natürlich nicht sonderlich erfreut darüber, aber Meister Tyras war ein höchst geachteter Mann und deshalb ließ man ihn gewähren. Woher kamen die Vorbehalte des Ordens? Da fragt ihr noch, ich war eine Wegelose und eigentlich bin ich es immer noch. Vermutlich war ich auch deshalb mal fast Lehren nie so verbunden wie beispielsweise Dunvar. Für viele bin ich eine Ausgestoßene, selbst für die Magister. Sie wissen nicht, wo sie mich einordnen sollen. Er hat euch einfach gesehen und adoptiert? Das klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein. Naja, ungefähr 5 Jahre bevor er mich gefunden hat, sind seine Frau und seine beiden Töchter bei einem Unfall ums Leben gekommen. Vielleicht war ich also irgendwo eine Art Ersatz. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich ist es egal. Tyras ist für mich mein Vater. Und er war ein guter Mensch. Das ist alles, was zählt. Das hört sich fast nach meiner Geschichte an, ne? Hört sich fast an, als wäre das mein Vater. Und Meister Tyras hat euch das so wie zart ermöglicht? Zum Empören vieler, ja. Aber wie schon gesagt, Tyras hatte eine Menge Einfluss. Und ich will gar nicht wissen, welche Hebel er alle in Bewegung gesetzt hat, damit ich bleiben konnte. Tja, und das ist auch schon das Ende meiner großartigen Geschichte. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ja, die Musik war ein bisschen übertrieben, aber ansonsten, woher sie auch kam. Ihr seid jedenfalls nicht die Bauernmagd von nebenan. Das muss man euch lassen. Nein.
Das bin ich nicht. Was ist jetzt mit Meister Tyras geschehen? Wo ist er jetzt? Fleischmaden. Er war schon viel zu alt und niemand konnte etwas tun. Nicht einmal die Lichtmagier des Ordens. Aber ich möchte nicht darüber sprechen. Könnte trotzdem mein Vater sein, ne? Und deswegen nennt euch Dunwa eine Hexe? Er glaubt allen Ernstes, genau wie diese Bauern, dass sie irgendwie die Zerstörung des Dorfs verantwortet? Das tut er. Und damit ist er nicht allein. Einer der Bauern hatte mich in meinem ersten Jahr als Novizin auf dem Marktplatz erkannt. Und ihr könnt euch ja denken, dass das in Anbetracht besagter Vorbehalte gegen mich und meinen niederen Pfad natürlich gefundenes Fressen war. Von da an wurden die distanzierten Blicke zu Spitznamen. Dämonenkind, Hexe, was auch immer sie sich alles einfallen ließen und lassen. Naja, seht euch doch mal an. Ihr seid klug, hübsch, talentiert und sympathisch. Wie wär's mit ein bisschen Trulella? Mit uns beiden. Wisst ihr, was das Lustige ist? Irgendwo bin ich froh, dass ich die bin, die ich bin. So lassen all die Leute mich wenigstens in Frieden und ich habe mehr Zeit, mich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Auf meine Ziele. Und die wären? Verschiedene. Aber ich schlage vor, das waren jetzt erstmal genug der düsteren Geschichten, meint ihr nicht? Irgendwann ergibt sich sicherlich nochmal die Möglichkeit für ein Gespräch. Vielleicht. Ja, da das zwei Seelen Teil 1 ist. Zwei Seelen. Es könnte mein Vater sein. Egal, wir spekulieren ein anderes Mal weiter. Und ihr sagtet, Dunwa sei der Letzte seines Adelsgeschlechts? Der Letzte, ja. Alle Dalmordans bis auf ihn fielen 8215 der großen Fleischmadenplage zum Opfer. Es war schon fast traurig, wie er ständig mit seiner erhabenen Herkunft prahlte. Obwohl jeder eigentlich wusste, dass er ohne die Barmherzigkeit des Ordens jetzt vermutlich in der Unterstadt leben würde. Wenn man das da unten Leben nennen kann. Und ihr sagtet, der Großmeister erwartet mich, richtig? Dann sollte ich ihm vermutlich mal einen Besuch abstatten. Tut das. Es ist zwar schon spät, aber wenn ihr möchtet, kann ich euch davor noch die wichtigsten Orte des Tempels zeigen. Was meint ihr? Ja, ich finde mich schon zurecht. Wie ihr wünscht. Die Apothekarii haben eure Sachen in die Truhe neben eurem Bett gelegt. Nun schreitet wohl. So, Teil von etwas Bedeutsamem, Teil 3. Ist alles meins? Jo, cool. Gut, Freunde, ich würde glatt behaupten, das war's für heute. Morgen sehen wir uns wieder, wie es mit der Quest weitergeht. Ich bin schon ganz gespannt. Und ich hoffe, ihr auch. Haut rein, euer Zero. Tschüss.